Aloha, hier ist wieder euer Danny. Ich habe euch heute mal ein IPA aus Hawaii mitgebracht. Und zwar ist das das Castaway India Pale Ale von der Kona Brauerei. Die wurde Mitte der 90er, 94 um genau zu sagen, wurde diese Brauerei gegründet. Auf Hawaii tatsächlich. Und seitdem gibt es dort eben flüssiges Aloha. Auch ein wunderschönes gestaltetes Etikett. Was haben wir hier drauf? So ein Katamaran. Und dann auch den Schriftzug Castaway. Erinnert mich ein bisschen an den Film mit Tom Hanks. Ich frage mich bloß gerade, ob er den Wilson hier auf dem kleinen Boot da mit dabei hat. Ansonsten widmen wir uns jetzt lieber mal dem India Pale Ale hier. Eine schöne goldene Farbe, ganz leichter Schleier durchzieht sich da auch im Glas, fast wie die Gischt, die am Strand von Hawaii auftritt. Und dann riechen wir doch da mal hier hinein. Ja, sehr, sehr fruchtig auf jeden Fall. Wir haben Galaxy hier mit dabei, Simcoe, Summit ist mit dabei von der Hopfenzusammenstellung. Da merkt man schon, das hat eine kräftige Fruchtigkeit, die einem hier entgegenströmt. Ein bisschen Zitrus dann auch. Ich werde jetzt mal dann probieren. Prost. Ah, eher moderat von der Bitterkeit. 55 IBUs haben wir hier. Es ist ein ganz milder Geschmack. Das ist wirklich so ein Bier, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. In Hawaii, man sitzt einfach am Strand, guckt auf die Hintern der netten, surfenden hawaiianischen Mädels, hat dabei die schöne Flasche in der Hand und stellt sich da so 3, 4 oder von diesen IPAs rein. Sagt ihr mir doch einfach, wie ihr es findet. Ich finde es genial, mir taugt super. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.